Guten Tag zusammen und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einem kleinen Infovideo hier vom Svenska bei den Blue Rangers. Es wird mal wieder Zeit, es ist schon wieder ein bisschen länger her, seitdem das letzte Infovideo rauskam. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich hier gerade eingehe, und ich nehme erstmal diese bescheuerte Sonnenbrille hier ab. Denn ich will hier so ein bisschen Urlaubsstimmung verbreiten, auch wenn ich gerade nicht so wirklich den Anlass dazu habe. Denn es gibt heute wieder zwei neue Infos. Von meiner Seite bzw. von unserer Seite aus, vielleicht doch eher so ein bisschen von meiner Seite, aber naja, werdet ihr ja sehen. Wie gesagt, Leute, ich gehe hier ein. Heute ist der 19.07. und wir haben hier in NRW unfassbare Hitze. Ich glaube 39 Grad draußen, also glaubt ihr gar nicht, das machst du nix, und ich mach gleich wieder Rolle runter, und bevor ich mich in einen Rausch laber, fangen wir mal lieber an. So, erster Punkt. Hier der Svenska, das bin ich. Der ist nämlich bald im Urlaub, und das dürfte wohl der nächste Donnerstag sein, der 24.07. Ab da sind wir dann, beziehungsweise bin ich dann erstmal nicht für Let's Plays zu haben. Da bin ich nämlich mit Max vom Morian LP, bin ich dann nämlich an der schönen Ostsee, ein bisschen chillen, grillen, Kasten killen und so. Nee, zwei Wochen bin ich dann halt weg an der Ostsee, und müsste dann bis zum 7.8. beziehungsweise 8.8. bin ich dann unterwegs. Daher können in diesem Zeitraum von zwei Wochen von mir keine Let's Plays erscheinen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Dafür habe ich dann schon den guten Flosco organisiert, der dann sozusagen das Ruder übernimmt, den Channel so ein bisschen leitet, sage ich mal, vielleicht ein paar Projekte startet mit den beiden anderen, mit Fabs und Korf. Die sind, glaube ich, momentan auch noch im Urlaub. Der Flosco übrigens auch. Der hat sich nach Spanien verkrochen. Der Sack macht mich ein bisschen neidisch. Aber na egal. Ich habe halt im Moment noch nicht so viel mit Urlaub, weil ich noch Klausuren, dies und jenes und pipapo. Auf jeden Fall bin ich ab nächster Woche weg, und ab da wird dann der Flosco übernehmen. Da wird er dann höchstwahrscheinlich noch mit den Jungs Korf und Fips zusammen noch ein bisschen Minecraft aufnehmen. Hunger Games, habe ich ihm gesagt, könnte er machen. Vielleicht auch sogar seine ersten Let's Plays zu World of Tanks oder FIFA 14. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, dass der Flosco dann ein bisschen was von seiner Seite aus rausbringen wird. Genauso wie bei den beiden Pappnasen Korf und Fips. Falls Sie das hier sehen, schöne Grüße. Die haben auch noch so ein paar Projekte am Laufen, beziehungsweise haben angefangen, können aber nicht hochladen. Das Theater kennen wir ja schon so ein bisschen, erläutern wir schon mal ein bisschen näher bei den nächsten Folgen. Bei denen ist es so, die können halt nicht hochladen, dies und jenes, aber auf jeden Fall, Flosco übernimmt, und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Also ich denke mal, da ich jetzt die meisten Thumbnails auch mache für die ganzen Videos, wird es erstmal ohne Thumbnails, ohne spezielle Thumbnails ausgehen. Vor allem bei Minecraft und bei Hunger Games und dies und jenes. Da müsst ihr erstmal ohne Thumbnails auskommen, denke ich, aber das dürfte ja jetzt nicht so das große Problem sein. Auf jeden Fall freut euch drauf. Von mir wird dann erstmal nichts kommen. Jetzt so Left Behind, Last of Us Left Behind, was gibt es da noch? DayZ wird erstmal nicht kommen, weil Max ist dann auch weg. Und ich kann vielleicht ein paar Folgen bereitstellen. Vielleicht kommen noch zwei Folgen bis zum Donnerstag. Schauen wir einfach mal. Und ja, seid gespannt. So, Freunde, nun kommen wir zum zweiten Thema, nämlich hat auch wieder mit dem Urlaub zu tun, wo ich vorhin schon beim ersten Thema erwähnt habe. Nun geht es doch schon so ein bisschen konkreter Richtung neues Videoprojekt, wo ich euch vielleicht auch mal wieder abstimmen lasse. Diesmal geht es nämlich um einen Vlog, beziehungsweise Vlog. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich hatte jetzt erstmal überlegt, ich hatte die Idee, für mich selber einen eigenen Vlog-Channel zu erstellen. Oder jetzt kam der Gametricks und meinte, man könnte vielleicht tatsächlich so eine Vlog-Rubrik auf den Blue Rangers quasi erstellen. Was ich an sich auch nicht schlecht finde, nur da bin ich so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Auf jeden Fall seid ihr da jetzt gefragt, und mich würde wirklich sehr interessieren, ob ihr überhaupt an Vlogs interessiert seid. Wenn ja, ob der erste Vlog zu diesem Urlaub, den wir jetzt bestreiten werden mit Max zusammen für zwei Wochen in knapp einer Woche. Oh Mann. Ob ihr Interesse daran hättet, dass wir das starten. Also da bin ich echt mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Am besten eure Meinung in die Kommentare unter das Video posten oder bei Facebook, falls ihr mich als Svenska LP bei Facebook gefunden habt oder geaddet habt. Das könnt ihr natürlich auch noch machen, werde ich auch noch mal hier runterhauen, wo ihr mich da findet.
oder auch bei den Blue Rangers auf der Facebook-Seite. Je nachdem, je nach Belieben, werden wir dann alles summieren. Könnt ihr einfach mal abstimmen, euren Senf da lassen, was ihr davon haltet, von der Idee, mit dem Vlog quasi diese Rubrik zu starten, anhand des Urlaubs. Und wie gesagt, bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, Freunde, also ich glaube, das ist diesmal eine kleine, etwas kürzere Info-Video-Ausgabe. Ich bin trotzdem nur gespannt, was ihr zu der Vlog-Idee zu sagen habt. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil wir hatten ja auch mal erwähnt, dass wir neben den Let's Plays vielleicht noch anderweitige Projekte starten wollten. Und das wäre jetzt vielleicht so der perfekte Zeitpunkt, so kurz vor dem einjährigen Jubiläum. Was heißt kurz? Im September, Oktober haben wir das einjährige Jubiläum. Und da bin ich echt mal gespannt, hoch 10. Wie oft ich jetzt schon gespannt in diesem Video hier gesagt habe, kann ich gar nicht zählen. Piep. auf jeden Fall bin ich, nicht mehr gespannt. Ich freue mich sehr auf eure Meinungen und ich hoffe, ihr habt noch schöne Sommerferien, egal wann sie bei euch starten, egal wo ihr jetzt gerade in Deutschland zuschaut. Egal ob im Norden, im Süden, im Westen, Osten, hier jetzt in NRW sind schon leider Ferien. Ich an der Uni habe leider noch nicht, aber wird noch kommen, Freunde. Und hier ist der Svenska, adios. Genießt das gute Wetter, das ist wirklich der Hammer. Ich gehe hier gleich rein, ich werde hier gleich wieder alles verdunkeln und weiter lernen. Oh Mann, ey. Das wird ganz grandios. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü! Ach ja, Sommersonne, Sonnenschein, was will man mehr? Aber das Problem ist, ich gehe hier ein, Alter. Das ist furchtbar.